Willkommen zurück zu Legend of Grimrock 2. Wir wären das letzte Mal an diesem Instanzeingang gestanden und heute wollen wir das Gebiet darunter erkunden. Denn in dieser Höhle gibt es zwei Geheimnisse plus einen Bosskampf. Hier wird es nicht weitergehen, hier fehlt uns noch der Schlüssel. Und dafür hat es aber diese Pflanzen, die leider nicht ohne sind. Die bringen einiges an Leben mit sich. Können euch auch vergiften. Zum Glück haben die Entwickler das mit dem letzten Patch abgeschwächt. Davor haben die richtig wehgetan. Jetzt sind sie einigermaßen aushaltbar, je nach Schwierigkeitsgrad, verständlicherweise. Das heißt, die hier machen eine Giftwolke um sich herum. Eine Quadraten um sich. Das solltet ihr nach Möglichkeit natürlich nicht reinstehen. Ich würde euch auch immer wieder empfehlen, kurz zwischendurch zu pausieren. So dass ihr immer hier mit voller Energie kämpfen könnt. Ist doch viel angenehmer. Die Kleinen, die werfen zwar Pfeile, aber vergiften euch nicht. Oh, das war einer zu wenig. Das ist der letzte Gegner, der euch da noch aufhalten möchte. Also sie hinterlassen dieses kleine Essen hier. Grünzeugs leider echt ein bisschen zu schwer, 1,8. Dafür sehr nahrhaft. Dann kommen wir in diesen Vorraum. In diesem Vorraum gibt es hier ein Kraut. Dann in der Kiste eine Waffe, die euch sehr von Nutzen sein kann. Wir schauen mal hin. 27 bis 72, jetzt 29 bis 78. Außerdem bekommt ihr einen Schlüssel. Das war von der Tür, an der wir gerade standen. Und diese Schatzkarte, auf die wir später eingehen. Schließlich gibt es hier hinten, um die Ecke noch rum, diese Pickaxe, mit der ich persönlich nichts anzufangen weiß. Also ihr könnt sie als Waffe benutzen, aber spielerisch hat sie keinen Sinn. Auch vom Schaden her ist sie jetzt nicht so grandios. Was dafür grandios ist, ist der Knopf hier. Also gleich hier hat es einen Knopf. Der macht den Durchgang frei und lässt euch zu diesem Geheimnis. Darin befindet sich ein Helm, schwere Rüstung, Schutz plus 8 und einen Antigift-Trank, den ihr auch schon bald brauchen könnt, je nachdem. Denn hier hinten befindet sich der Zugang zu einem Boss. Zu einem Mini-Boss, um den wir uns jetzt kümmern wollen. Und zwar sind das diese Pflanzen hier, die Gegner respawnen lassen. Also solange diese Pflanzen leben, werden hier auch Gegner respawnen. Das heißt, beeilt euch, möglichst diese Pflanzen schnell auszuschalten. Ihr könntet aber auch hier das als Levelgebiet missbrauchen. Weil der Respawn ist unendlich, solange diese Bosspflanzen da sind. Und das Schöne ist, die großen Pilze hinterlassen bei ihrem Ableben Nahrung zurück. Das heißt, ihr könnt hier nicht nur leveln, sondern euch gleichzeitig ernähren. So, damit sind drei Pflanzen ausgeschaltet. Es bleiben noch drei übrig. Die hier hinten kann ich auch noch gefahrenlos ausschalten. Um das Gift muss ich mir jetzt gerade keine Gedanken machen. Dann räume ich noch die aus dem Weg, wenn ich dazu komme. Ja, jetzt bin ich schon ein wenig umkreist, muss ich aufpassen. Schalten wir den Kleinen aus. Wenn ihr wählen könnt, nehmt immer zuerst die Kleinen. Denn die Großen, das sind die mit den vielen Lebenspunkten. Während die Kleinen meistens im Normalfall eher wenig Treffer brauchen. Versucht sie auch in solchen Gängen hier einzuklemmen. Dann habt ihr nämlich mindestens nur einen Gegner von der einen Seite. Da kann ich zum Beispiel jetzt nicht weiter, weil der Platz besetzt war. So könnt ihr es euch ein wenig einfacher machen. Ansonsten eben, zuerst die Kleinen. Wenn euch die Munition ausgeht, vielleicht auf Sekundärwaffen wechseln.
Und leider, ich würde euch gerne was zeigen, aber im Moment ist der Gegner-Respawn ein bisschen zu groß. Das heißt, sie konzentrieren sich alle gerade auf mich. Jetzt ist es schön. Ansonsten, wenn ihr Energie braucht, geht hier in die Ecke. Holt euch hier hinten kurz. Solltet ihr geweckt werden, was durchaus passieren kann, sollte es normalerweise reichen von der Erholungszeit her, dass ihr da wieder mit voller Energie kämpfen könnt. So. Ich würde jetzt gleich hier hinten pausieren. Das heißt hier in der Ecke pausieren. Und dann sehen wir uns wieder, sobald alle meine Herrschaften ein Level Up haben. Bis gleich. Voila. Alle hatten ihren Level Ups. Wir können weitermachen. Jetzt wäre mein Ziel der Boss hier hinten. Auch der ist geschafft. Und jetzt ist nur noch eine Pflanze übrig. Das heißt, ich müsste mich zu der durchschlagen. Hier hat es noch was zu essen. Er hat Hunger, du hast Hunger. Lasst euch eure Helden hier wohlgenährt kämpfen, denn hier gibt es so viel zu essen. Dank dem Dauer-Respawn hier. Oh, ich werde umkreist. Das ist weniger gut. Den noch schnell ausschalten. Dann den hier und jetzt geht's hier richtig rund. Ich verschwinde. Nein! Ja, nie umkreisen lassen, ich sag's noch. Und schon ist es passiert. Nicht so schlimm. Beenden wir nachher den Bosskampf möglichst schnell. Ja, und schon ist der zweite tot. Das ist, wenn man plötzlich nicht mehr aufmerksam ist und Dauerfarm sich einlullen lässt. Geht der Kampf ein wenig länger. Ich werde aber gleich hier das ganze Drama beenden. Es sei denn, der letzte Mohikaner stirbt jetzt auch noch. Na, komm. So, ausruhen, schnell. Dann nach vorne stürmen. Wie sieht's mit dem Essen aus? Gut, okay. Stürmen wir in den Tod. Einfach nur durchrennen. Dieses Mal, ich will gar nicht kämpfen. Das ist schlecht, ich habe mich schon kreisen lassen. Gar nicht so einfach hier. In diesem Labyrinth an Gegnern noch einen Durchgang zu finden. Jetzt ist Ruhe. Jetzt kann ich hier wieder raus. Das heißt, bevor ich jetzt hier mal irgendeinen letzten möglichen Weg finden, wo ich durchkomme. Ich werde langsam aber sicher umkreist. So. Es sind zu viele Gegner. Hier ist einfach zu viel Verkehr. Soll niemand was vom Pflanzensterben erzählen? Also, mein Ziel wäre es eigentlich... Schaffe ich es noch? Ich muss sie jetzt vom Eingang wegbekommen. Damit ich da durchkomme. Schnell hier nach hinten. Vielleicht funktioniert das. Schnell ein bisschen Leben tanken. Das ist ein kleiner. Den sollte ich auch so schaffen. Nochmal ein kleiner. Jetzt respawnen sie ja nicht mehr. Nichts mehr raus. Ich brauche kurz eine Zwischenspeicherung, bevor ich hier was anderes mache. Denn das ist alles verschwendete Erfahrungspunkte, was wir hier gerade erleben. Das heißt, wir rennen jetzt hier durch.
wieder zum Ausgang. Dank des Todes des Bosses kann ich hier weiter. Hier würde sich ja ein Schlüssel befinden, beziehungsweise ein Schlüsselloch. Passender Schlüssel wäre der Minenschlüssel, den wir gerade bekommen haben. Das heißt, hier speichere ich kurz ab. Dann kann ich mich gleich wieder um den Kampf hier vorne kümmern. Gehen wir wieder an eine alte Stelle zurück. Jetzt haben wir alle wieder volles Leben, volle Erfahrungspunkte. Bedeutet, ich kann hier weiterkämpfen. Verteilen wir noch die Skillpunkte. Du bekommst einen Punkt in Rüstung gleich. Versuchen Sie, wir sie weiterhin einzeln anzulocken. Hat er was zu essen hinterlassen? Hat er nicht. Okay, also du bekommst einen Punkt in Rüstung, damit du später schwere Rüstung tragen kannst. Du bekommst einen Punkt in kritische Treffer als mein Dual Wilding Charakter. Du bekommst Alchemie und du bekommst einen weiteren Punkt in Feuer. Dann könnten wir hier weitermachen. Wenn du schon so stehst, nützen wir doch das gleich aus. Der Respawn drin ist jetzt, wie gesagt, unterbunden. Das heißt, ich müsste jetzt noch die ganze Gegend hier reinigen, damit ich nachher das auch wirklich untersuchen kann. Da ist schon wieder der nächste. So, bald haben wir es. Es dürfte nicht mehr so lange gehen, wie auch schon. Wichtig ist, dass ich am Schluss die Pfeile wiederfinde. Hier zählt jeder Pfeil. Die Munition geht mir auch so schnell genug aus. Da mischt sich nochmal einer ein, der gar nicht zur Party eingeladen war. Eigentlich müsste man einen Titel bekommen nach 100 getöteten Pflanzen. Irgendwie der Unkrautvernichter oder was ähnliches. Schlafen wir kurz? Wenigstens ein bisschen Energie. Du mischst dich in meinen Schlaf ein, das habe ich gar nicht gerne. Wer hat Hunger? Du hast Hunger. Und da war doch nochmal ein Stück. Ach, egal. Noch ein bisschen schlafen. Doch, da war noch ein Stück hier. Wer hat noch Hunger? So. Sind das jetzt alle gewesen hier drin? Ich hoffe doch ja. Zumindest ist jetzt wieder Ruhe. Jetzt würde ich euch empfehlen, sobald ihr den Bosskampf bestanden habt, nehmt euch die Zeit und schaut euch die Gegend an, denn hier gibt es ein paar interessante Sachen zu entdecken. Hier hinten müsste ein Schädel sein, genau, für den Minotauren. Damit macht er jetzt noch mehr Schaden. Dann hat es verschiedene Heilkräuter auf der Seite und es sind, glaube ich, drei Beutel. Ich bin jetzt gerade... Hier bin ich immer ein bisschen orientierungslos. Munition gibt es zwei Boxen, das wäre die Box hier. Und am Ende des Ganges hier gibt es ebenfalls noch eine Box. Heilkräuter ist, glaube ich... Nur schnell studieren. Nee. Aber hier hinten hat es einen Beutel. Den Beutel würde ich unbedingt an mich nehmen. Darin befindet sich ein Schlüssel, ein Heilkristall, der sehr nötig ist. Das heißt, mit dem Kristall würdet ihr jetzt alle eure Partymitglieder wiederbeleben und oder sie heilen und volles Leben Mana wiedergeben. Hier jetzt nochmal ein Heilkraut. Oh, da lebt ja noch einer. Hier wird die zweite Munitionbox. Wobei ich glaube, ich langsam genug Munition habe dafür, dass ich sie nicht verwende. Und schließlich hat es hier hinten noch einen Dietrich an dem Busch. Unbedingt mitnehmen. Nochmal was zu essen. Doch Ziel des ganzen Unternehmens war dieser
Kraftstein. Und hier vor diesem Mahndenkmal bekommt ihr noch ein Rezept. Dann Kräuter und eine kleine Infobox, die euch über Killhagen informiert. Das war der Herr, der mit dem Rapier unterwegs war, diesen Rapier verloren hat und damit die Respekt seiner Crewmitglieder verloren hat. Und mit seinem Schiff, das er jetzt verloren hat, und mit der verschwundenen Crew, hat er sich entschieden, alleine unterwegs zu sein. Dafür war er hoffnungslos und hätte hier fast an diesem Punkt sein Leben verloren. Doch in seiner Verzweiflung und Wut hat er ein neues Lebensziel entdeckt: Rache. Oh, fast vergessen, hier ist nochmal ein Kraut. Und damit zieht er jetzt umher und rächt sich an seiner Umgebung. Jetzt hätten wir noch ein kleines Rätsel zu lösen. Und zwar waren wir ja hier hinten und sehen hier einen Feuerball von rechts nach links ziehen und gleichzeitig den Informationstest, dass hier der Test des Runenmeisters stattfindet. Wir haben gleichzeitig 9 Platten und das Rätsel ist nichts anderes als, ihr müsst euch das wie euer Runenbuch hier unten vorstellen. Und was eure Aufgabe ist jetzt, diese Zaubersprüche, die ihr hier seht, nachzuzeichnen. Das heißt, der Feuerball ist oben die ersten 3 Dinger, was ich jetzt mache. Damit löse ich das Geheimnis aus, die erste Aufgabe. Wobei ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Nee, war richtig. Mein Fehler war folgender. 3 Felder und 1 nach unten. Also ein Tetris, ein umgekehrtes L. Und dann löst ihr den Feuerball aus. Damit ihr die nächste Aufgabe lösen könnt, nehmt die Steine wieder an euch. Und jetzt wäre es eine Eiswand. Eine Eiswand funktioniert mit den unteren 3. Das heißt, hier einen Stein, einen legen. Entschuldigung. Ich wollte nur einen. Einen Stein legen, nochmal einen Stein legen und dann eins noch rüber. Und auch den Teil der Aufgabe haben wir gelöst. Schließlich würde es jetzt um den Lichtblitz gehen. Der Lichtblitz funktioniert. Genau. Links in der Mitte ein. Dann in der Mitte ein. Einen nach oben. Und einen rechts. Ich habe es jetzt zu schnell ausgelöst, weil ihr könnt es eigentlich auch nur über die Bewegung lösen, wenn ihr schnell genug seid. Aber von der Form her wäre jetzt das der andere Tetris-Stein. Das heißt, den nehmen wir jetzt wieder. Und Lohn der ganzen Mühe ist dieser Zauberstab, den wir ihm auch gleich geben. Den damit austauschen. Der Zauberstab, den braucht ihr als Zugang zu einem Gebiet und ihr könnt aber auch so ihn als Waffe benutzen. Damit wären die Aufgaben hier erledigt. Jetzt können wir den Gegenstand noch mitnehmen, denn der ist auch noch hilfreich. Das ist nichts anderes als ein kleiner Zeitmesser. Auch den braucht ihr für eine Aufgabe, wenn ihr nicht die Zeit so im Spiel überprüfen wollt. Wir haben gerade Mittag und eitler Sonnenschein. Jetzt möchte ich noch 2 Sachen erledigen. A, möchte ich das hier eintragen, das ist ja das rechte Auge des und von hier aus hat er den Meteor gesehen, das heißt, das brauchen wir später noch. Ich schreibe es jetzt hier hin. Außerdem haben wir hier noch einen Kraftstein bekommen. Den Kraftstein können wir auch gleich benutzen. Dann sind es hier auch 4 Steine. Wir merken uns das Symbol und nehmen
den Giftstein an uns. Und jetzt würde ich noch gerne ein Geheimnis lösen. Zum Glück ist es so hell, dass ich es so zeigen kann. Wenn ihr euch achtet, seht ihr hier hinten ein Altar, an den ihr nicht so rankommt. Denn wenn ihr die Karte anschaut, geht es hier nirgends weiter. Hier von unten kommt man nicht ran. Sieht ihn aber nochmal. Die Lösung zu diesem Rätsel ist relativ einfach, wenn ihr euch auf die Umgebung achtet. Und zwar hat es ja hier hinten einen Busch. Den könnt ihr einfach mit irgendwelchen Wurfgegenständen einschmeißen. Und dahinter, man sieht jetzt knapp noch durch die Äste durch, gibt es eine Druckplatte. Und die Druckplatte geht es einfach etwas auf, anzuwerfen, aufzuwerfen. Dann löst ihr den Teleporter aus und könnt somit an das Geheimnis hier gelangen. Das Ganze ist ein Umhang, der die Ausweichchance minus 2, aber Energie plus 30. Perfekt für einen Magier. Das heißt, die Waffe geben wir jetzt ihm. Immer noch zu schwer. Bekommst du halt noch was zu essen. Also Energie plus 30, Ausweichen minus 2. Dann wären wir in dem Gebiet durch. Einfach als Erinnerung. Hier. Nee, das ist der falsche Ort. Hier. Busch. Nicht Nusch, das ist ein Busch. Sehr schön. Dann sollte ich, glaube ich, alle Geheimnisse von diesem Ort haben. Das bedeutet, ich würde jetzt hier ins Wasser. Ans andere Ufer. Hier hinten zum Schlüsselloch und den Hubschlüssel benutzen. Damit habe ich jetzt einen Teleport ausgelöst. Mit dem Teleport komme ich wieder in den Hubraum und kann jetzt hier ins andere Gebiet springen. Oder auch einfach hier wieder nach oben. Und damit an alter Wirkungsstätte wieder sein. Und das Abenteuer dann von hier weiterführen. Wie genau dieses Abenteuer aussieht und was ich noch alles hier erleben werde, das zeige ich euch in der nächsten Episode. Die Episode möchte ich abschließen, indem ich es, bevor ich es vergesse, oder vergesse, noch den Giftstein ablege. Ich glaube, das war das Symbol. Ja, müsste es das gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen und hören uns vielleicht in der nächsten Episode wieder.